Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und wir spielen die zweite Folge von A Rough Escape. Wirklich rough war es auf jeden Fall. In der ersten Folge hatten wir schon Schwierigkeiten mit dem Riesengefährt ohne Anleitung dieses Ding zu steuern. Aber wir haben es gut gemacht. Wir haben den Kristall gefunden und sind jetzt eine Ebene höher geflogen. Jetzt müssen wir einfach nur noch den Anker freisetzen. Das schaffen wir. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Letztens schon versucht hochzugehen, weil ich vielleicht dachte, ich muss auf die nächste Ebene hoch. Aber das hat auch nicht gebracht, weil es geht dann irgendwann nicht mehr hoch. Anker! Gesperrt, wenn verankert. Muss ich googeln. Ich komme nicht drauf. Oder ich überlege. Ich versuche zu überlegen. Wenn ich es habe, komm ich zurück. Also meine Kinder. Ich musste googeln. Aber eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Es hat was mit diesen Knöpfen zu tun. Obwohl ich erst dachte, das ist einfach nur eine Sonnenreflexion. Aber nein, die leuchten wirklich alle. Scheinbar muss ich... Okay, das war also richtig. Also ich, wie gesagt, ich dachte, es wäre eine Reflexion. Aber scheinbar ist es wirklich etwas, was leuchtet, was ich antippen musste. Und jetzt kommt irgendwie jemand. Bin mal gespannt. Oh! Nauticlass Händler. Spare Parts Oasis. Da sieht man ihn jetzt. Ist das nice. Spare Parts Oasis. Grüße, Reisender. Und danke, dass du die Spare Parts Oasis kontaktierst. Das fühlt sich gerade an wie ein Déjà-vu, aber ich kann mich nicht erinnern, dir meinen Signalmix teilzuhaben. Es will mir auch nicht gelingen, dein Wappen zu entschlüsseln. Okay. Grüßen. Hör mal zu, Kumpel. Jalal macht niemand was vor. Ich weiß, dass du einer dieser Arbeiter bist, die aus der Hauptstadt entkommen sind. Lass uns das hier schnell über die Bühne bringen. Ich will keinen Ärger. Okay. Handel. Du hast Mumm, Kumpel. Aber Geschäft ist Geschäft. Beeil dich einfach. Verkaufen. Hab so viel. Reparaturkits brauchen wir gar nicht. Ja, lass mal 4. Oh, Handel nochmal. Was hat er zu verkaufen? Kaufen. Karte, okay, Kühlungsverbesserung. Batterien. Boah, die Karte kostet viel. Wie viel haben wir denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe, aber deswegen anfragen. Was willst du wissen? Mach schnell. Der Leuchtturm. Ist das, wovon der alte Mann unten ständig schwafelt? Okay, hör zu. Du hast nicht genug Geld, um eine Karte zu kaufen. Aber möglicherweise bin ich an den Leuchtturm interessiert, der diesen alten Trinker so viel bedeutet. Also, wie wäre es mit einem Deal? Nach Dealfragen. Lass mich ausreden, dieser Leuchtturm. Wenn die Gerüchte stimmen, ändert er ständig seine Position und ist nie zweimal am gleichen Ort. Niemand, der ihn zu finden versuchte,
soll je zurückgekehrt sein. Dafür soll er mehr Salz enthalten, als ein Nauticrawl transportieren kann. Ich riskiere bestimmt nicht meinen Kragen für ein Gerücht, aber im Tausch für eine Karte riskiere ich gerne deinen. Was sagst du dazu? Deal! Gute Wahl, mein Freund. Es ist ohnehin nicht so, als ob du eine gehabt hättest. Har har. Okay, wir haben also eine Karte bekommen. Verbotene Fläche. Oh, du hast wirklich keine Ahnung, oder? Sobald du die Hauptstadt verlässt, bist du auf der verbotenen Fläche. Die Fläche ist ein Ort, der schon vor langer Zeit von unseren Ahnen verlassen wurde. Wegen der Atmosphärendrucks kann dort niemand leben. Und dem Adel nach soll das auch so bleiben. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Salz ich habe. Aber wir könnten... Machen wir doch mal Handel. Kaufen. Und dann bin ich so in die Kühlungsverbesserung. So reichen die Mittel. Lagen der Salz. 9. 9 haben wir also. Dann können wir vielleicht noch... Neun, dann haben wir... 11. Fünfzehn, siebzehn. Ja. Kühlungssystem. Motor erzeugt weniger Wärme. Das hört sich gut an. Zurück und aushaken. Fertig mit den Geschäften ist mir recht. Durch brillante Arbeiter. Vergiss unter dir nicht. Du bist ja da was schuldig. Aushaken, bestätigen. Frachtraum, Kühlungsverbesserung. Haben wir schon, okay. Kartenkoordinaten. Aufzeichnungen. Leuchtturm. Datenhalt von zwei. Du schuldest ja deinem Preis einer unschätzbaren wertvollen Karte, die dir sagen, umwobenen Leuchtturm. Jede Menge Salz enthalten soll. Hast du diese Aufgabe, diese zu finden, um ihn alles zu zahlen? Schaffen wir. Feldbuch. Der Leuchtturm. Sämtlich seine Position ist nie zweimal am gleichen Ort. Niemand, der ihn zu finden versuchte, ist zurückgekehrt. Menge Salz. Bla bla bla. Und die verbotene Fläche. Die Arbeitskraft der Hauptstadt von diesen Orten seine Technologie fern. Okay. Haben wir. Kartenkoordinaten. Ich frage, wo gehen wir zuerst? Wahrscheinlich gehen wir zum ersten. Okay, Reinigen Capital 1 hält mir verbieten, tödlich. Wir sind in Capital, stimmt, okay. Ja, dann gehen wir halt nach Silver. Ja, macht keinen Unterschied. Okay, jetzt können wir endlich Anker wegmachen. Los geht's. Na also, Höhe 100 Fuß. Okay. Das Strahlungsschild braucht man nicht. Höhenantrieb. Erstmal eine gewisse Höhe. Ne, Vollgas einfach. Los geht's. So, um die Höhe zu halten. Bisschen laut hier, aber funktioniert, glaube ich. Oder? Bewegen wir uns? Landung initiieren. Ich habe keine Ahnung. Wir sind da, glaube ich. Das sind wir doch.
Okay. Anker raus und Landung initiieren. Oder? Machen wir erstmal hier die Systeme an. Alter Terminal. Okay, gehen wir dahin. So, wie ging das nochmal? Ist Kühlungsverbesserung anbringen. So. Gut. Was? Warten. Ach. Vergessen, Motor anzumachen. Scheiße, der Keck lädt jetzt auch gar nicht mehr auf. Na gut, gehen wir jetzt mal da entlang. Zum Royal Arsenal. Vollgas. Das ist die Tarnung, oder? Nee, das ist was da hinten. Okay, aber wir können, glaube ich, das ausmachen. Den können wir ausmachen. Den brauche ich. Den brauchen wir auch. Und Radar brauchen wir. Okay. Wir haben zwar nicht. Na, da komme ich nicht ran. Okay. Los geht's. Scheiße. Den brauche ich. Und los. Oh oh. Ich hänge. Was ist? Einfach auch unzureichend. Zu halten. Bringt euren Kladenkulette an und ihr werdet keine Quote. Scheiße, ich glaube, ich muss da. Ah, doch, da Knatmul. Fällt in eine zerstörerische Waffe, die Nadel leidet durch die Kulette. Ach, anbringen! Ja gut, es könnte passen. Weil, gehen wir zum alten Altar. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache! Thank you.
ist okay. Da ist ein Tittenfisch! Schon Warnung, ist eine gewaltfestige Unterdeckung. Und jetzt los! Ich hab keine Ahnung, was los ist, aber irgendwas, irgendein Tintenfisch. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Okay. Okay. So. Aha, ich verstehe. So, jetzt ist das Ding wieder frei. Der Altar ist genau da in der Mitte. Oh fuck, Funkmeldung. Achtung, alle Einheiten, ein Landtintenfisch ist in den königlichen Stallungen eingedrungen. Wenn euch Knotenmatrix-Akkumulatoren fehlen, stellt einfach still. Gleich wie unsere Sicherheitssysteme reagieren, sie auf Bewegung, tarnt euch und geht durch den Hauptteil hinaus. Anzahl zur Einwirkung sind... Schon wieder. Okay, schließen. Knotenmatrix, Leibknoten, einfach aber effektive. Was? Stopper. Keine Ahnung. Knotenakkumulator. Nee. Netthook nicht geladen. Achtung, der zurückgetötete Mord ist streng verboten. Keine Waffenränge anerkannt. Eigentlich werden erschossen, falls sie nicht. Okay, hier können wir nichts machen. Haben wir überhaupt noch einen Kristall? Nein, haben wir nicht. Was ist, wenn ich da jetzt reingehe einfach? Oh. Das war nicht so gut. Okay, das war nicht so gut. Also auf jeden Fall müssen wir da hin. Ganz gut aggressive Aktivitäten. Laut der erhaltenen Daten scheint alles auf der Verbotenfläche Energie zu sparen und er geht nur auf Bewegung. Das gilt sowohl für Türen als auch für Sicherheitssysteme. Wird nicht angegriffen. Okay. Oh Mann. Treibstoff. Und Reparaturkit. Okay. Wie komme ich jetzt nach unten wieder? Oh! Aha, okay. Leibknoten. Einfach aber effektive Schüsse mit mittlerer Reichweite. Okay. So. Y0.
W2. Y0, W2, Z1, Y3. Ist mir wirkt nichts und geht als Leerlauf. Okay. Objektivität. Akkumulator. Schon war für die Knotenmaßleitung wurde wegen der großen Sendung auf ein Traum. Nee. Ja, dann schieß mal! System inspizieren. System gesperrt. Entsperren. 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 Loks entsperren. Säule in Betrieb. Ist gesichert. Operell jede Anlage auf diese Insel muss gesperrt sein. Dem ist doch jetzt offen. Aber vielleicht ist es auch falsch. Aus meinem königlichen Arsenal wird in einem gesicherten Log von einem Plasma-Absperrungsseile erwähnt, die den Alter schützt. Ist das auch falsch rum? W2, Z1, Y3. Nee. Macht keinen Unterschied. Muss ich nochmal zum Altar wahrscheinlich. Kann ich das angreifen oder nicht? Mittlere Reichweite. Das war mein Ding in Star Akkumulator. Aha, probieren wir es aus.
Das ist kompliziert. Batterie unzureichend, scheiße ey. Zurück, Frachtraum. Meine Batterie verwenden. Mann, ich will das doch gar nicht abschießen. Ich will doch den Nethook benutzen. Laden. So, jetzt. Frachtraum. Naja, viel hat er nicht gehabt. Knoten binden. Die verfügt über eine Art Waffe, der Knotenakkulator. Aktiviert sie, aber ich brauche noch die korrekte Konfiguration, um die Knoten richtig zu binden. Ich muss schnell zum Arsenal, bevor sie die ganze Insel absperren. Im verbotenen Altar. Ich empfange ein Signal, aber ich kann den Altar nicht sehen. Sie müssen ihn hinter diesen Absperren verstecken. Wieso möchten Sie das? Ich finde Luftpiraten. Nochmal fangen Sie hoch in der Luft willkürlich Signale ab. Wie gesagt, sie würden mit illegalen, gefährlichen Dischen handeln. Wir müssen aufgehalten werden. Okay, ich glaube, haben sie uns einen neuen Trick gezeigt, um uns komplett getarnt zu bewegen, während die Batterie wieder aufgeladen wird. Alle Befehlsmonitore ausschalten, auch das Radar, Tarnung hochfahren, nur den Computer anlassen, aber nicht vergessen, anvisieren, bevor man das Radar ausmacht. Man sagt am Ende jeder Lektion immer, nicht vergessen, sonst sterbt ihr. Okay, man kann also hier voll alles aus. Nur den Computer anlassen. Tarnung ist an. Tarnungsfeld 100%. Oh fuck. Das ist eine coole Strategie. Jetzt machen wir es richtig. Und zwar nochmal Y0 W2 Z1 Y3. So. Nee, ich will doch nicht einhaken. Wie habe ich das jetzt wieder gemacht? Ah, okay. So, und Feuer. Pille 1 zerstört.
Problem ist, ich habe keine Batterie mehr. Wie auszuhalten. Oh fuck, den brauche ich doch. Was? Keine Ziele in Reichweite. Okay, wir müssen noch den hier kaputt machen. Nur ein bisschen Strom raus. So, wir haben wieder volle Energie. So, anschalten und Feuer. Den haben wir. Raus. Das machen wir jetzt noch zu Ende, Jungs und Mädels. Strom raus, Feuer. Feuer. Und den letzten noch. Nee, kein Ziel. Hoppala, falsche. So, und so, der Altar ist frei. Pass aus. Nett hocken. Frachtraum. Kein Haken in Reichweite? Wie? Ein bisschen zu nah. Frachtraum. Alles. Oh, hätten wir es weg, dann machen wir reparieren wir schnell. Frachtraum. Verbinden. Den Motor. Boah, ist einiges reparieren hier. Nein. Ah, da. Alles beschaffen. Zurück.
jubelten, ihr Herzen wurden von warmem Licht erfüllt. Das pechschwarze Himmeldurchgang, der Leuchtturm zeigt ihnen endlich ihr Zuhause. Sie warten auf euch, Bruder. Kristall verwenden und los geht's. Ab, lasst uns verschwinden hier. Nase voll. Hier. Liftkarte aktualisiert. Sehr geil. Wir haben Lighthouse-Dock bekommen. Sehr cool. Können wir jetzt... Nee, wir müssen wieder ein Ziel suchen. Und dann geht's weiter. Boah, alles geil. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Abzuatmen. Boah, Leute, war das geil. Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Tintenfisch. Ein Riesentintenfisch. Aber wir haben es geschafft. Ich habe... Echt? Ja, doch, langsam habe ich den Dreh raus. Nach einer langen Überlegung, wie die Waffe funktioniert, haben wir es dann doch noch geschafft. Ja, mir gefällt das echt gut. Ich bin gespannt, wie das nächste Level wird, ob wir neue Upgrades bekommen. Es wird haarig auf jeden Fall. Und tintenfischig. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. In diesem Sinne, euer Nero Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.